Servus liebe Freunde, heute sind wir wieder am Start. Heute reden wir über den Australian Terrier. Vor Jahrhunderten brachten englische Einwanderer ihre Terrier nach Australien. Nur die starksten, robusten und kälteempfindlichsten konnten überleben. Die Terrier ernährten sich von Ratten und Kaninchen. Sie wurden eingesetzt, um Schafe und Rinderherden zu beschützen. Der kleine Australian Terrier wurde vermutlich aus den schon ausgestorbenen Black- und Tan-Terrier sowie den Scotch-Terrier gezüchtet. Man vermutet außerdem auch, dass noch Carn, Denny, Diamond und Skelly-Terrier mitmischten. Der kleine und anpassungsfähige australische Terrier kann auch gut in einer Stadtwohnung gehalten werden, sofern er genügend Auslauf bekommt. Da er so klein ist, kann man ihn auch gut zu zweit halten. Er verträgt sich gut mit anderen Hunden und Tieren. Da er mehr ein Hüterhund als ein Jagdhund ist, kann man ihn auch in der Nähe des Waldes freilassen. Man sollte jedoch immer genügend Auslauf bieten, denn der australische Terrier ist ein typischer Terrier, der viel Auslauf und Beschäftigung braucht. Er ist auch vollkommen ungeeignet als Schoßhund. Und jetzt eine kleine Kurzfassung. Der australische Terrier kommt ursprünglich aus Australien. Er wird zwischen 24 und 26 cm groß, also ein kleiner Hund. Er wird zwischen 5 und 6 Kilo schwer. Er wird bis 14 Jahre alt. Ihn gibt es in Blau, Lohfarben und Sandfarben. Er wird als Begleithund benutzt. Er ist für die Wohnung geeignet, braucht wenig Pflege, braucht viel Auslauf und ist ein guter Wachhund. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie einfach in die Kommentare und ich werde sie beim nächsten Video beantworten. Und das war's auch schon für heute. Bis zum nächsten Mal. Servus!